Ja, hallo, der Micha hier von Micha News. Heute stelle ich euch den 1996 Porsche 911 GT1 Street vor, basierend auf einem Tamiya TA03 R-S Chassis. R steht für Rear, also Rear Motor, und S für die Short Version des Chassis. Der Porsche 911 GT1 Street ist eine Wiederauflage. Das Fahrzeug ist aus dem Jahr 1997. Von der Lackierung vom Baukasten her etwas anders. Der Dekosatz ist nicht von dem damaligen Fahrzeug mit bei, aber dafür die Karosse und das Chassis, was darunter steckt. Wie gesagt, es handelt sich um TA03R-S Chassis. Artikelnummer ist die 47443, wird geliefert in diesem schicken Baukasten. Ich habe den schon mal die Folie hier entfernt. Da gibt es hier einen Hinweis, was benötigt wird. Also ein Sender ist nicht bei, Empfänger ist nicht bei, Servo ist nicht bei. Es fehlt die Farbe, es fehlt ein Fahrakku, es fehlen die Akkus oder Batterien für den Sender, um das Ganze, um den ganzen Baukasten zu komplettieren. Es handelt sich um einen 4WD mit Riemenantrieb. Empfehlen kann ich gleich zu Beginn, kauft euch einen Kugelladersatz dazu. Geht natürlich wesentlich leichtgängiger das Fahrzeug als die Plastiklager. Und ja, nicht nur leichtgängiger, auch verschleißärmer. So, Kugellagersatz. Welche Kugellager ihr braucht, steht hier drauf. Genauso, wenn ihr noch Tuningdämpfer verbauen wollt, ist hier die Artikelnummer dafür. Wie gesagt, so präsentiert sich der ganze Baukasten. So sieht das Fahrzeug aus. TA03R-S. Und ja, wir schauen mal rein, was alles bei ist im Baukasten. So. So präsentiert sich der Baukasten, wenn ihr ihn öffnet. Als erstes hier in Weiß der Heckspoiler, dann die Spiegel, ja, und diverse Anbauteile bzw. halt die Spoilerhalterung ist auch mit dran. Und hier in der großen Tüte die Zahnräder, die Stoßdämpfer, der Motor, Antriebsteile, Karosserieklammern, halt was man halt zum Zusammenbau halt benötigt. Und dann das Coole ist hier die Porsche 911 GT1 Karosserie. Laut Artikelnummer hat sich die zur alten Version nicht geändert, also die ist gleich geblieben, also die Release ist wirklich original. Release. Ein paar Teile im Bausatz habe ich mal verglichen, sind nicht vom alten Fahrzeug identisch. Entweder hat sich nur die Artikelnummer geändert, die Farbe oder ähnliches, deswegen haben sie neue Nummern bekommen. Manche sind komplett identisch. Konnte ich leider nicht alles kontrollieren, weil ich habe die alte Bauanleitung nicht gefunden. Aber ihr könnt es natürlich gerne mal in Kommentare schreiben, damit es dann andere wissen. Karosserie unlackiert. Klar, wie beim Vorgängermodell, ihr könnt es so lackieren, wie ihr wollt, nach euren Wünschen. Entweder ihr macht sie weiß, was original abgebildet ist, so wie hier zu sehen, oder ihr macht euer eigenes Design. Karosseriehalter, Schaumstoffeinlagen, die typischen von Tamiya, sind bei den Reifen. Dann im Bausatz von 97, da waren Antennenröhrchen immer noch dabei, waren verchromte Felgen bzw. so goldfarbene Felgen. Jetzt sind sie eher so mattgrau. Dann die diversen Teile. Für Tamiya typisch, klar, am Spritzgussast befestigt. Dann gibt es hier einen Buchstaben drauf. Hier zum Beispiel handelt es sich um Tüte E. Und dann sind hier die Nummern abgedruckt. Also ihr wisst ganz genau, wo welches Teil hinkommt.
das ist das Gute bei Tamiya, kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Ein Hobbymesser, Balsammesser könnt ihr sauber abtrennen. Einwandfrei. Dann hier, 4 Stickreifen sind bei. Diverse Getriebe und Chassisteile. Frontrahmer und die Querlenker. Ich selber hatte mal den TR03F mit Frontmotor. Bei mir war alles in Grau gehalten. Hier sind die Teile alle in Schwarz. Also halt ein bisschen anders. Ja, wie gesagt, damals war das halt in Grau, die meisten Fahrzeuge von Tamiya. Ich, oder beziehungsweise Schwarz und Rot. Kommt drauf an, welche Version man hatte. Bei mir war es halt damals die grauen Teile. Zumindest beim TR03F. Das Chassis. Auch noch wie damals für Round Corner Akkus vorgesehen. Hier sollten aber auch die neuen Nickel-Metall-Tritt Akkus mit der Round Corner Form, also mit dieser runden Form passen. Wer die anderen Akkus fahren will, wird ein bisschen schlecht. Da müsste man viel feilen, ob das dann passt, wage ich mal zu bezweifeln. Da solltet ihr wirklich Round Corner Akkus verwenden für das Fahrzeug. Weitere diverse Teile, wie gesagt, in Schwarz, nicht wie damals in Grau, alles in Schwarz. Und dann hier ein Riemen, der von vorne nach hinten geht. Im vorderen Getriebe, hinteren Getriebe befinden sich dann die Zahnräder, die das praktisch zu den Differentialen die Antriebsleistung oder das Drehmoment halt weitergeben. Der Dekosatz, ziemlich simpel gehalten, also wie gesagt, hat nichts mit dem damaligen Dekosatz zu tun, ist jetzt komplett ein anderer, aber trotzdem Scheinwerfer, Rücklichter, diverse Seitenteile und ja, wie sagt man, sind halt mit bei. Aber wer halt lackieren kann, beziehungsweise wer halt mit Airbrush oder Spraydose umgehen kann, der kann natürlich die Karosse so lackieren, wie er will, kann die Seiten abkleben und kann sich praktisch so, ja, so eine Schattierung selbst auf die Karosse sprühen. Bauanleitung, da gehe ich am besten mal näher ran, damit ihr die näher seht, ja, wie die so aufgebaut ist. Weiter geht es jetzt mit einem Blick in die Bauanleitung. Hier nochmal das Chassis im Überblick. Ganz normales Wandchassis, wo Getriebe vorne, hinten, also das Getriebegehäuse hinten und vorne angeflanscht ist. Der Standard Baukastenmotor ist mit drin, der 540er Mamburi. Ein Riemen von vorne nach hinten. Dann ganz normal, schöne Bauanleitung. Welches Werkzeug wird benötigt, wie die Fernsteuerung angeschlossen wird. Das ist hier zu ersehen. Und was natürlich immer wieder gut ist, die Teile sind 1:1 hier abgebildet. Es wird hier eine Anzahl angegeben, wie viele Teile. Und genauso hier bei den Plastiklagern steht auch, beziehungsweise legt man drauf und dann weiß man, welche Größe man benötigt. Beziehungsweise hier steht es nochmal zum Beispiel L50, das bedeutet ein 5x11 Lager wird benötigt. Differentiale sind 3 Spider drin, also sogenannte 3 Spider Differentiale. Warum 3 Spider? Weil hier an dem Kreuz 3 kleine Planetenräder sind. Wenn es ein 4 Spider wäre, wären es 4, beim 2 Spider 2. Wo ihr Fett benötigt, wird hier zum Beispiel gezeigt, auch ganz gut, aber das ist Tamiya typisch. Verwendet werden hier wieder mal Kreuzschrauben, also keine Imbusschrauben. Das solltet ihr noch wissen. Dämpferbefüllung wird hier erklärt. Ganz normale Ölstoßdämpfer liegen bei. Die Spur vorne ist einstellbar. Die oberen Querlenker dagegen sind, wie hier zu sehen, starr. Also ihr könnt den Sturz und die Spur. Die Spur könnt ihr einstellen, aber ihr könnt den Sturz nicht einstellen. Hier erklärt, wie der Riemen reingebaut wird. Servosever ist bei. Den Hinweis, wie ihr die Karosse ausschneidet.
wo welche Aufkleber drauf kommen, Spoilerbefestigung und ganz zum Schluss immer wieder schön sind die ganzen Teile abgedruckt, die an den Spritzgussästen befestigt sind. Und hier seht ihr es nochmal. Hier seht ihr zum Beispiel Part A und hier habt ihr dann die entsprechende Nummer. Und wenn ihr in die Bauanleitung reinguckt, dann wird es auch hier gesagt, welches man braucht. Zum Beispiel hier A3. A3 haut genau hin. Also wenn ihr mal ein Teil suchen solltet, könnt ihr immer wieder hinten in die Bauanleitung gucken und das suchen, falls ihr euch nicht sicher seid, ob ihr das Richtige gewählt habt. Hier die Anzahl der Schrauben, Zahnräder, alles was bei ist, genauso wie hier diverse Kleinteile, die Membran, die Lager, die Schrauben. Und hier ganz zum Schluss eine Übersicht der Teile, die im Fahrzeug verbaut sind. So, was mir auffällt, dazu gehe ich jetzt noch mal hier etwas näher ran. Ich werde das hier mal öffnen. Was mir auffällt ist, in den letzten Baukästen war immer so ein TBL 02 Fahrregler mit bei. Den vermisse ich hier. Also der liegt nicht mit bei. Ansonsten Tüten nummeriert bzw. buchstabiert A, B, C und D. Je nach Bauabschnitt müsst ihr diese Tüte auch öffnen. Und es geht natürlich buchstabenmäßig los. Wir beginnen mit A, B, C und D. Das ist dann aber abgedruckt in der Bauanleitung, wann ihr welche Tüte benötigt. Können wir hier, zeige ich es mal ganz kurz. Hier steht A. Und damit geht's los beim Zusammenbau. Ja, das war jetzt hier der Porsche. Hier nochmal, hier Querlenker, der Lenkhebel vorne. Also die beiden Kunststoffdämpfer sind bei. Also diverse Teile sind aus Kunststoff. Meistens wie hier in Schwarz gehalten, hatte ich aber schon gesagt. Und ansonsten die typischen Metallteile von Tamiya.